Ptolemy nickt und hält nach einem entsprechenden Platz Ausschau. Ja, den werdet ihr natürlich auch finden und könnt dann neben den Leuten Platz nehmen. Ausgezeichnet. Ja, dann könnt ihr tatsächlich auch Gerüchte aufschnappen, wenn ihr dort neben ihm gesessen habt. Nach 2-3 Minuten kommt dann auch diese unfreundliche Person nach unten, legt dann so eine Kohlepfanne vor euch und entzündet das dann. Wasserpfeife oder so etwas gibt's hier nicht. Und sie stellt dann das Bier irgendwo neben euch in den Rasen. Oder auf das Gras. Gibt es ja auch etwas zu essen? Was wollt ihr? Fleisch? Ja. Was für Fleisch habt ihr denn da? Fleisch eben. Ich mache einen Topf fertig. Ihr dreht uns aber keine Ratte an, oder? Nein. Gut. Ihr seid unhöflich. Ja, das Schäberhaus ist von guter Qualität. Na gut, dann entschuldige ich mich. Die blickt so ein bisschen abfällig in Richtung. Blickt so ein bisschen abfällig in Richtung von Zulamin. So nach dem Motto, kontrollier deinen Mann. Und geht dann wieder nach oben. Naja, wie ich sagte, schön hier. Nun ja. Hast du sie irgendwie verärgert, Trak? Naja, sie sprach kein Zulamakra und das fand ich schon ziemlich unhöflich. Scheiß Gareti. Verstehe. Naja, und dann habe ich eben gehört, dass der große Balayan Ishana Al-Kira, der wird seine Schule wohl an die nächste Meisterschülerin übergeben. Habe ich gehört. Das stimmt, weiß ich nicht, aber seine Schüler munkeln das. Ja, weiß ich nicht. Klingt gelogen. Glaub ja, der Balayan wird weitermachen. Da könnt ihr noch wohl erkennen, wie gerade von Hassan ein giftiger Blick rübergeworfen wird zu den Söldnern, er sagt aber nichts. Oh, sie reden von der Schule des Flammenbreiers. Wie interessant. Hm. Naja, habt ihr schon gehört, dass der Raya-Tempel bald fertig ist? Nö, interessiert mich auch nicht. Hat ja keine Phallusform, so wie die anderen. Philomin meint leise. Nun, das ist leider auch nichts, was uns weiterbringt. Naja, das kommt auf eure Ziele in der Stadt an. Hat einmal Leila, wollt ihr uns vielleicht Zirn besorgen schon einmal? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Sonst sitzen wir ja ohnehin nur rum und warten auf das Essen. Und ich stehe auf und möchte mal fragen, ob man hier übernachten kann. Was möchtet ihr? Übernachten? Ja. Ein Einzelzimmer für euch und oder wie wolltet ihr es? Nein, vielleicht ein 4-Personen-Schlafsaal? Na, wir haben 10-Personen-Schlafsaal. Ach, das ist vielleicht ein wenig viel. Irgendetwas dazwischen? Nein. Einzelzimmer, 2 Stück haben wir und ein 10-Personen-Schlafsaal. Dann ein Einzelzimmer für mich und für die anderen der Schlafsaal. Tja, wie es sich gehört, nicht wahr? Und dann zieht sie einen Schlüssel unter dem Tresen hervor und schiebt ihn dir rüber. Bezahlen könnt ihr morgen. Und ich hoffe, ihr könnt bezahlen. Kann ich. Gut. Der Schlafsaal ist nicht abgeschlossen. Nehmt euch einfach die Betten, die ihr braucht und dann, bezahlt wird morgen. Gut, dann gehe ich mal zu den anderen zurück. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es, aber leider keine kleinen Schlafsäle. Naja, man konnte berechnen. Aber wir werden es überleben. Ich hoffe, Trak schnarcht nicht wieder, wie sonst immer. Könnt ihr euch daran erinnern? Damals im Dschungel habt ihr dauernd geschnarcht. Fürchterlich. Naja, du bist ganz schön frech für jemand, der so klein ist. Ja, ich weiß. Ja. Na, und jetzt habe ich gehört, dass wohl Vater Ressan sie auch noch gebeten hat, dass der Tempelbau finanziert wird. Aber sie setzt Prioritäten. Sie sagt, dass dass Oran wieder dem Handel angeschlossen werden muss. Deswegen sind die Straßen nach Zorgan wichtiger als der Bau von einem Raya oder von einem Travia-Tempel. Boah, hat sie schon recht. Irgendwie muss es ja weitergehen. Ich würde mich mal in das Gespräch hier rüberbeugen, das Raya-Tempel. Was? Oh. Raya-Tempel, wo? Bist du ein Ferkiner? Trollzocker. Aber du bist nicht gebissen worden, oder?
Sie greifen mit den Händen an ihre Säbel. Wurdest du gebissen? Keiner beißt mich. Gut. Du siehst fast aus wie einer von diesen Left-Hands-Kriegern. Hä? Draußen in den Bergen, Mann. Wie bist du denn hierher gekommen? Wurde dir nicht überschallt? Über Straße. Gelaufen. Ja, über welche Straße? Ich würde die Richtung zeigen. Also von Süden? Ja. Hm. Hast du ein Glück. Ihr müsst wissen, dass wenn ihr von hier aus in Richtung Westen geht, da sind in den Bergen die ganzen Left-Hands-Krieger. Verkinas, die dann anwachsen und wild werden und Hörner, die ihnen aus den Köpfen sprießen. Und dann greifen sie an und töten alle. Ja, wir wie haben Stier, das. Stier, Hörner wie Stier. Wie Left-Hands Jünger eben, Mann. Wir haben davon gehört, aber die Sultana geht dagegen vor, oder? Ja, ziemlich hart. Deswegen sind wir hier. Werden gut bezahlt. Was kriegt ihr denn da so? 3 Silber. Mehr als üblich. Oh, klingt anständig, aber naja, in Anbetracht dem Risiko, gebissen zu werden, ist das wohl auch das Angemessene, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie die Werwölfe. Wenn man von so einem Ziegenbock gebissen wird, dann wird man selbst zu einem Ziegenbock. Das will ja keiner. Kennt ihr welche, denen das passiert ist? Also 2 von unseren Jungs wurden auch schon gebissen. Die sind wohl gerade. Also, wir haben noch andere Gruppen, die draußen in den Bergen sind und wir wechseln uns dann ab. Alle 4 Tage wechseln wir die Schichten. Und 2 von ihnen wurden wohl gebissen, aber wir haben sie rechtzeitig geköpft, bevor sie sich verwandelt haben. Ah, bitter. Ruhen diese Aussagen auf Gerüchten oder habt ihr etwas schon mal gesehen, wie sich jemand verwandelt nach einem Biss? Naja, also wir haben schon gesehen, dass es Ziegenböcke sind. Nun ja, ihr wisst aber nicht, wie sie entstehen, oder? Naja, jeder kennt doch Werwölfe, oder nicht? Nun ja, Werwölfe und Werziegen sind wohl etwas unterschiedlich. Ich kenne mich damit nicht aus. Wir haben ihnen zumindest die Köpfe abgeschlagen, nachdem sie gebissen wurden. Und ihr geht nicht davon aus, dass dies nur Gerüchte sind? Naja, kennen wir einen Magier, oder was? Ich weiß nicht, ob ihr einen Magier kennt. Du stellst aber Fragen wie einer. Nun, ich stelle die Fragen, warum ihr eure Kameraden tötet, nur weil sie von Ziegen gebissen werden. Du bist doch auch ein Söldner, oder nicht? Ja, natürlich, aber ich töte meine Kameraden nicht, bloß weil sie gebissen werden. Oho, Mr. Neumal klug. Hast du wohl studiert, oder was? Bist zur Akademie gegangen? Bist du ein Krieger, oder was? Nein. Ich verlass mich auch nur mal... Da, wo wir herkommen, haben Gerüchte immer Hand und Fuß. Ich verstehe. Er ist einfach ein Arschloch. Stimmt, ist er. Und du bist groß. Ja, da haben wir ja beide recht. Als nächstes, du schlägst noch irgendwelche Bücher auf. Ach, Bücher. Noch denn sowas. Da kann man kein Geld mit verdienen. Ah, richtig. Kann man nicht mal verbrennen, so schnell wie die weg sind. Man muss da richtig Feuer als nachlegen. Naja, ich würde mich mal verschwörerisch zu denen herunterbeugen. Ich habe ihn mal einen Brief lesen sehen. abfälliger Blick. Der Einzige, der bei uns lesen kann, ist unser Hauptmann. Und das nur, damit er die Verträge verhandeln kann. Aber Gerüchten zu folgen, hat er sich immer einen Chorgeweihten oder sowas genommen, der ihm das vorliest. Ja, die sind schlau. Chorgeweihte? Die lesen können. Ja, aber braucht man doch nicht. Chorgeweihter, der lesen kann, das ist einfach nur verschwendete Energie. Soll er doch lieber lernen, wie er mit anderen Waffen kämpfen kann, als dass er lesen lernt. Naja. Warum macht das nicht ein Nandosgeweihter? Dafür sind die doch da. Ja, Hauptsache der Sold stimmt. Genau, Hauptsache der Sold stimmt. Aber zählen könnt ihr schon, oder? Klar können wir zählen. Das ist wichtig. Chorgeweihte, die lesen können, das ist der letzte Abschaum. Hab ich auch Moment. Moment. Ah, jetzt packe ich aus. Ich setze ihm trotzdem ein. Okay, was machst du? Haust du ihm in die Schnauze oder was? Ich möchte ihm erstmal sein Essen aus der Hand schlagen. Okay. Ja, er ist total überrumpelt. Wirst auch keine Gegenreaktion erstmal gucken können. Springt dann aber auf und greift wieder an sein Schwert. Hey, was soll das? Bist du gebissen geworden oder was?
Trag, er meinte Chorgeweihte, nicht Trollzacker. Pass doch mal auf. Bist du sicher? Er hat doch dreimal Trollzacker gesagt. Du hast Trollzacker gesagt. Und ich werf ihn in einem vorwurfsvollen Blick zu. Schläfst du daheim mit uns im Schlafsaal oder was? Ey Mann, du schläfst draußen bei den Ziegen. Du wurdest gebissen. Du wurdest gebissen. Ach ja, selber. Er war bei den anderen draußen vor dem Tor. Ihr seid der Meinung, dass genug Zeit vergangen ist und dass ihr mittlerweile mit den anderen gehen könnt. Dein Schläger der Unwissenheit hat wohl auch funktioniert. Dann schlage ich vor, wir reisen in die Stadt ein. Ihr beide benehmt euch wie halb motivierte und noch viel schlechter bezahlte Leibwachen und wir tun uns in aller Bequemlichkeit in der Akademie um. Ich nehme an, ihr kennt die groben Wege noch, Dolman? Was? Keine Akademie? Nein, keine Ahnung. Da war ich damals nicht. Wie man dorthin kommt, meine ich. Es gibt hier große Hauptstraßen. Alle wichtigen Gebäude sind an den Hauptstraßen. Also wenn wir uns an diesen halten, dann können wir da nicht vorbeikommen. Hervorragend. Dann hoffe ich aber zumindest, dass ihr mir noch ein Hotel am Platz empfehlen könnt. Ein gutes? Nein. Ich habe damals auf dem Schiff geschlafen und es gibt hier ein gutes Hotel. Aber ich weiß nicht genau, wo das war. Da haben die anderen geschlafen. Nun gut, so oder so werden wir wohl als Auswärtige so oder so auffallen. Hoffen wir das aufs Beste. Ja, und dann reiten wir ohne eine Sorge in der Welt ein und folgen erst einmal. Ja, wenn ihr an das Tor kommt, könnt ihr sehen, wie einer der Wachen tatsächlich mal von seinem Rauschzustand so ein bisschen auf die Straße torkelt und dann seine Hand ausstreckt. Halt! Verzeiht. Wir haben nichts zu verzeihen. Halt dein Maul! Dora, hast du die Zorg anpacken oder was? Was? Ob du die Zorg anpacken hast? Nein, ich bin nicht krank. Verschwinde von hier. Aussätzige wollen wir nicht. Sehe ich aus, als wie ich kränklich? Kann ich mir nicht auf den Beinen halten? Guck doch mal an, wie du aussiehst. Nimm deine Maske ab, du Arsch. Glaubst du, darunter habe ich irgendwas zu verbergen? Aussätziger bist du. Warum zeigt ihr ihm nicht einfach eure Verletzung? Dann wird er sehen, dass es eine ehrenhaft im Kampf erworbene Verwundung ist. Rondra gefällig und so. Beiß die Zähne zusammen, aber greife mir dann an die Maske und nehme sie vom Gesicht, sodass das Brandmal zu sehen ist. Ach so. Zufrieden. Bist du einfach nur ein Matschauge oder was? Matschauge. Dann kannst du rein. Was ist das hier eigentlich für eine Versammlung? Ja, das nennt man hier das Tor. Da wollen Leute durch, um in die Stadt zu kommen. Arschloch, halt's Maul! Bist du ein Magier? In der Tat. Haltet euch vom Zug fern. Befehl von der Sultana. Bist du ein hoher Würdenträger oder sowas? Oh nein, ich bin nur ein kleiner Schwarzmagier auf Reisen. Okay. Aber mecker nicht, wenn du abgestochen wirst und dann ausblutend im Zug legst, ja? Wir haben dich gewarnt. Ich nehme an, der Zug ist das örtliche Armenviertel? Ja, bleib einfach auf der Hauptstraße, Mann. Wir nehmen eure freundliche Warnung dankend zur Kenntnis und werden uns bemühen, uns daran zu halten. Sieh zu, dass du weg hier kommst. Sicher doch. Ich werfe den beiden noch eine Grimasse zu, als wir dann durchs Tor geritten sind. Nun, jetzt verstehe ich also, was Trak an dieser Stadt hatte. Oh, ein Drecksloch, anders kann man das nicht beschreiben, nur weil mir kein schlimmeres Wort gerade einfällt. Oh. Noch nicht mal einen Fuß in die Stadt gesetzt, sonst schon wollte ich jemanden erschießen, das fängt gut an. Ihre Seite zugegeben, Herr Masse, noch um einiges auffälliger als der normale Einreisende. Ja. Ist das schlimm? Nun, in unserem Falle rechnen wir damit, sowieso Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Als solches, nein, vermutlich nicht. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier die große Straße entlang, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis wir zu der anderen Straße kommen im Norden der Stadt. Dort ist der Bereich, wo auch die ganzen Tempel stehen und wo auch der Palast war, wo wir eingeladen wurden. Da müsste sicherlich auch irgendwo die Magierakademie sein. Ah, hervorragend, das wird einfach zu finden sein.
Ja, und so denke ich, dass es kein übergroßes Problem ist, einfach immer den großen Prachtalleen folgend uns bis zum Palasthügel durchzuwühlen. Ja, ihr könnt dann auf alle Fälle der Hauptstraße folgen, trefft dann auf eine weitere, wo euch dann der Geruch des Meeres in Richtung rechts lockt und nicht nach links, wie die anderen gelaufen sind, und könnt dann nach einigen anderen Pfaden auch vorbei am Mondsilberbazar vorbeilaufen zur Prachtstraße, der Esplanade des Friedens, wie sie mittlerweile wohl geheißen ist. Ja, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn ihr wisst, dass im Hafen von Elberum kein Schiff auf euch wartet. Zumindest keins, was direkt da wäre. Die Drachentöter oder die Avianders Rettung ja nicht hier, sondern woanders. Und wenn ihr dann auf die Esplanade des Friedens tretet, könnt ihr tatsächlich auch noch viele weitere Stadtwächter erkennen, die dann hier auch links und rechts stehen und dann auch aufpassen, dass einige Würdenträger auch nicht ab des Weges kommen und vorbei an der Baustelle vom Raya-Tempel, der hat sich tatsächlich nicht weiter nach oben gezogen. Auf der anderen Seite könnt ihr dann noch den Garten erkennen, den Zulamin oder Laila angesprochen hatte, bis ihr dann auf das Sultanstor zutreten könnt mit einem weiteren Viertel, was doch den gesamten Glanz von Elberum hinter seinen Toren versammelt und könnt dann vor dem Tor stehen bleiben. Steht hier eine Wache, die auf uns aufmerksam wird, oder ist hier einfach nur ein verschlossenes Tor, vor dem wir jetzt stehen? Nein, also die Tore sind offen. Ihr könnt da auch die Faungarde erkennen. Viele Wächterinnen, die dort dann auch stehen und euch grimmig anblicken und dann auch auf euch zutreten. Ja, ihr wünscht? Seid gegrüßt. Gorion de Lazar wünscht, die Akademie zu besichtigen. Habt ihr eine Einladung? Leider nein. Und ihr wollt die Akademie besichtigen? So wie es das Recht eines jeden Schwarzmagiers ist. Als Mitglied der Gilde steht mir die Benutzung ihrer Bibliothek zu. Ja, dann werde ich euch wohl einlassen. Abt, vielen Dank. Und die anderen gehören zu euch? In der Tat. Die Straßen sind ja nicht mehr gar so sicher dieser Tage. Das ist auf alle Fälle richtig. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Woher kommt ihr? Aus dem Süden. Der Lazar, ihr kommt aus Alanfa? Brabak, um genau zu sein, aber ja. Nekromant? Mein Lehrmeister war Nekromant. Nichts, der... Verzeiht. Vielen Dank für den Einlass. Ich gehe noch einmal das Haupt und schicke mich dann an, weiterzuarbeiten. Ja, die treten beiseite und du kannst dann sowohl auf der rechten Seite sehen, den Pfauenpalast, ein gewaltiges Gebilde, was natürlich eben auch aus Weiß besteht, und dann vor dir die Stele des ewigen Sieges und dahinter dann den Tempel der Sinde und die Schule der Heilung, ehemals Schule der Schmerzen. Ich nehme an, das angesenkte Gebäude dahinter ist die Akademie? Gar keine Ahnung. Weiß nur, dass der ehemalige Kapitän davon erzählt hat, dass die wohl mal abgefackelt wurde. Muss wohl die sein. Denken wir das uns einmal. Dann geht es darauf zu und der Ventil wird dann sicherlich eine Minute damit verbringen, sich irgendwie links und rechts im Sattel zu winden, um eine Möglichkeit zu finden, vom Pferd runterzukommen, bei der er nicht umfällt, bis er dann endlich abgestiegen ist. Also, genau. Muss man die festbinden? Schau mich nicht an, ich reise normalerweise nicht mit dem Pferd. Ja, mein gewöhnliches Transportmittel hört auf ein mit Willen gesprochenes Warte hier. Also, das Pferd hat keine Loyalität zu euch und es wäre besser, wenn ihr das festbindet. Am besten dahinten, da ist eine Tränke. Die ist extra für Pferde. Hervorragend, dann kümmert für Kamele und Ziegen, keine Ahnung. Dann kümmert euch doch darum. Ich mach das, alles gut. Nein, ich bin Alrike ausgeharrt, ich mach das jetzt. Ja, gut, Alrike. Wenigstens sieht das hier nicht aus wie die Gegend, wo ein Pferd geklaut wird. Nee, das wohl nicht. Dann melden wir uns doch schon einmal an. Und treten wir, während sie noch die Pferde festbindet, bereits durch das Portal der Akademie. Ja, das Gebäude selbst wurde tatsächlich wohl auch neu angestrichen, aber diesen Geruch wirst auch du in der Nase erkennen.
Es riecht noch schlimmer als in Brabak, noch schlimmer als im Sumpf. Der Gestank von Tod und Siechtum umwabert das Gebäude. Trotz aller Bemühungen der Heiler, es mit Rosenwasser zu waschen und irgendwelche Verbrennungen von Dufthölzern, von Kräutern, die dann irgendwie für die Linderung sorgen sollten. Aber noch bevor du das Gebäude selbst betreten hast, stinkt es bestialisch. Das selbst für deine Nase eine Beleidigung sei. Und so viel Blut wie hier vergossen worden ist, so viel Schmerzen wie hier bereitet worden sind in jüngster Vergangenheit, diese Vergangenheit lässt sich nicht abwaschen mit keinem Wasser der Welt. Das triggert doch vermutlich meine Totenangst. Oh, du hast Totenangst? Ich habe Totenangst, nur auf 5, aber nichtsdestotrotz. Selbstbeherrschung? Ich spare es mir erstmal, bis es relevant wird. Okay, machen wir so. Und kannst dann das Gebäude betreten. Ja, sehe mich relativ schnell, dann habe ich ein Taschentuch vor den Mund gehalten, erstmal um, ob jemand auf uns aufmerksam wird. Und ansonsten hoffen wir auf Beschilderung und suchen den Weg zur Bibliothek. Denn man ist ja Mitglied der Schwarzen Gilde und tut so, als würde man hier hingehören. Gut, dann. Ja, du kannst dann an den Räucherschalen vorbeitreten und stehst erstmal in einem doch recht leeren Gang, möchtest du meinen, beziehungsweise Empfangssaal. Gibt noch ein paar anatomische Darstellungen, die doch recht detailliert sind und den menschlichen Körper zeigen in verschiedenen Zergliederungen. Also das wurde wohl auch nicht entfernt. Und wenn du dann so ein bisschen stehst, kannst du auch erkennen, wie Diamantis irgendwann fertig ist, dann dahinter gekommen ist und auch Alrike bzw. Hippolyta ist dann fertig mit den Pferden, hat sie dann angebunden und dann kommt tatsächlich nach viel zu langer Zeit, es wirkt so ein bisschen auf dich, als würde die Akademie fast leer stehen, kommt dann ein Magister auf dich zu, der sich so ein bisschen durch seinen Bart streicht, den nochmal ein bisschen nach oben zwirlt und dann seinen Zwicker aufsetzt. Ja, Sie wünschen? Oh, Magister? Es ist eine Freude, euch kennenzulernen. Gorio de Lazar. Hier, um die Bibliothek zu besichtigen. Gerne, gerne. Dann folgt mir bitte. Habt ihr ein spezielles Gebiet, das ihr nun in den Arbeitskammern bearbeiten mögt? Lokale Geschichte, tatsächlich. Lokale Geschichte. Nun, ihr habt bestimmt von unserer Bibliothek gehört, allerdings könnte es sein, dass einige Exemplare fehlen. Wir hatten vor einiger Zeit weitaus mehr. Ein wahrhaftig bedauerlicher Umstand. Ja, selbstverständlich sind wir gewillt, einen fairen Beitrag zum Wiederaufbau eurer Sammlung zu leisten. Gerne, gerne. Vor allem brauchen wir Leben, die dieses Wissen niederschreiben. Es ist in unseren Köpfen, aber vieles muss neu aufgeschrieben werden nach diesem Brand, ihr versteht. Aber die großartige Sultana gibt uns viele Mittel zur Hand. Nun, die großzügigsten Gönner sind oft die nähesten. Und wenn man eine Viper sieht, muss man sie greifen. Hier entlang? Folgt mir. Und während du durch die Akademie schreitest, kannst du wohl auch direkt hier drinnen erkennen, wie wohl neben den Wänden oder an den Wänden hängen Steckbriefe. Unter anderem wohl von Kelbara Aibabura. Sonst noch jemand, den man kennt? Und wie sind die Kopfgelder so? Hier tatsächlich nicht. Von Kelbara hängt hier auf alle Fälle. Also links reins und dann irgendwie 20 Meter weiter ein weiteres. Da hat sich die Akademie wohl einen kleinen Spaß draus gemacht. Und also die finden das interessant und lustig, dass Kelbara als ehemalige Abgängerin von hier gesucht wird. Und 400 Dukaten.